Das heißt, forschungstechnisch konnten wir nichts. Geld sieht mit meiner Nase ein bisschen mangelhaft aus. Wir müssten theoretisch einen Jet Engine mitnehmen, um ein bisschen Kohle zu bekommen. Weil selbst wenn wir das jetzt erfolgreich machen mit dem höheren Orbit und der Forschung und den ganzen anderen Gedöns da, wir haben dann nicht genug Geld, um weitere Rakete zu starten. Das gibt viel Geld. Ist aber auch ziemlich schwierig. Fly to the moon. Fly by the moon. Park two vessels next to each other around Kerbin. What could go wrong? Ich kann mir keine zwei Wessel leisten. We want to test the TS2 Stack Separator mit 4000 akzeptieren. Also die High Orbit Mission muss kurz warten. Ich muss komische Stack Separator. Das da muss ich testen. Also dich. Mit dich. Starten. Ja. Heurika. Fertig. Ja, ein bisschen Kohle. Nicht genug, aber ein bisschen. Und es sollte dadurch auch eine neue Mission freigeschaltet worden sein. Hydraulic Detachment Manifold Splashdown at Kerbin. Sie müssen im Wasser sein. Gibt 12.000. Hydraulic Detachment Manifold, okay. Das heißt, ich baue eine kleine Mini-Rakete. Oder ich lade einfach eine kleine Mini-Rakete. Nee, nicht mit Booster. Nein. So. Mit einem Tank. Einem Swivel. Ein paar Fins. Und das Hydraulik-Ding. Wow. Nee, das ist zu teuer. Noch eins davon nur. Wie viel wiegt das? 0,4. Ja, das wird interessant. Das wird echt interessant. Crew Jebediah ist okay. Speichern. Staging muss ich dann noch überprüfen. So. Einfach ganz normal kippen, wie auch sonst, 90 Grad. Also SAS an, Schub an. Da so hin. Das ist schwer zu steuern. Ein gut Schlagseite, das Teil. Ach so, wir müssen jetzt ja auch noch das überleben. Warte. Hier auf Retrograde. Also wir können nicht abspringen, um mit der Kapsel landen. Das wollte ich gerade sagen. Kannst mal den Shoot deployen. Wir sind in der richtigen Höhe. Oh, warte. Wir sind noch nicht über Wasser. Doch, sind wir. Okay. Nicht so schnell bitte runterkommen. Aber wir haben jetzt mehr Gewicht dran, also könnte der reißen, deswegen gebe ich mir schon Gegenschub.
Nur wenn er erst bei 1000 aufploppt. Oh, das war unser Treibstoff. Gut, so viel zu der Idee. Das heißt, eventuell reißt der Fallschirm unter, weil er stirbt. Aber wir sind viel zu schnell. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Willst du aber ein ordentlicher Popoklatscher? Boah, bist aus, ne? Ja. Bim, 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 bim. Splashdown ist gleich aktiv. Hoffentlich geht nichts kaputt. Natürlich geht's kaputt. Ich konnte es aber noch triggern. Ah ne, konnte ich nicht. Test Hydraulik ist zerstört. Wie mache ich denn das nun? Irgendwas explodiert irgendwo. Noch ein Fallschirm? Ja, ne? Auf der anderen Seite ein Fallschirm. Landet, nee, ich muss auf derselben Seite einen Fallschirm machen. Vor allem, das bringt mir jetzt 4000 bezahle ich für das Teil. Wie viel kriege ich für die Mission? 15.000, ne? Und ein Ding habe ich jetzt schon verheizt. Ich lande jetzt auf dem Hydraulik-Manifold. Ich habe hoffentlich so viel Fallschirm-Power dann, dass wir selbst auf dem Hydraulik-Manifold landen können. Gucken wir mal. Also Schub so, SAS an. Staging ist nicht in Ordnung. Ja, Fallschirm mache ich von Hand. 3, 2, 1. Schön da so bleiben bei 90 Grad. Schön da so bleiben bei 90 Grad. Okay, Retrograde. Wuschel, 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 wuschel. Okay. Erster Fallschirm schon raus. Zweiter Fallschirm kann auch schon raus. Abbremsen. So, und auch gleichzeitig Treibstoff verlieren und für weniger wiegen. Das ist ein netter Nebeneffekt. Und puff, okay. SAS aus. Und jetzt dank zwei Fallschirmen auch mit extra Gewicht normalerweise relativ sanft landen. Und die nächste Leertaste ist halt der Test. Und es muss mit Staging. Okay. Warp raus. Ist immer noch ein bisschen schnell, oder? 7 Meter die Sekunde. Überall Teile, die rumliegen. Die soll ich nochmal aufsammeln. Können Sie mit dem Jetpack gegen ansteuern, um noch ein bisschen Gegenschub zu geben? Also bitte bleib jetzt dran. Ah, sehr schön. Jetzt am Null-Taste drücken.
Nice. Sehr gut. Kammerwessel. Es gab 3100 Funds zurück. Das heißt, wir haben hier jetzt nur 1000 oder so verloren für Treibstoff und dann nochmal 4000 insgesamt mit dem anderen Teil zusammen. Also wir haben 4000 verloren und durch die Mission wie viel bekommen? Archives. Okay, 4000 verloren, 12000 bekommen. Es ist 8000 plus. Und wir haben jetzt ungefähr genug Geld für zwei Raketen. Das ist in Ordnung. MK2R Radial Mount. Es ist ein ganz normaler Start von der Höhe und den Geschwindigkeiten her. Also ich müsste einfach nur einen MK2 Radial Mount ranklatschen und krieg 15000 Credits. Das nehme ich mit. Und theoretisch auch ein ganz normaler Start und ein Basic Jet Engine rantackern. Okay, also es wird jetzt ein interessantes Ding. Komme ich mit dir so hoch? Warte mal ganz kurz. Es war ein MK2R. So ein Ding, was wir eh schon dran hatten. Auf der einen Seite. Und ich bräuchte jetzt noch ein Basic Jet Engine. Ich glaube nicht, dass ich ein Basic Jet Engine einfach so. Kann ich die da reinklemmen? Bist nicht drin, ne, ne. Gelb. Ich müsste mir dann wahrscheinlich Tanks ranmachen. So ein Baby. Uah, das ist kein Babytank. Warte, 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 warte. Babytank. Das wird in die Luft fliegen. Ja, das wird sowas von in die Luft fliegen. Nein. Nein. So, da kommt jetzt ein Radial Air Intake. Nee, Circular Intake, so. Und Engines, Basic Jet Engines da dran. Oh ja, mach ich falsch schon über hier. Und ruhig zwei davon nicht. Ich traue der Anlage hier nicht. Das sieht so krank aus. Okay, du bist ein vollkommen anderes Ding. So. Ja. Es kippt um, oder? Nee, SAS an. Also die Missionen sind jetzt genau wie. Beide sind ab 3000 Metern, beide sind so um 80 Meter pro Sekunde. Und wir müssen es nur howlen, wir müssen nicht irgendwas aktivieren oder sonst irgendwas, das ist gut. Okay, mach Schub auf 66, 50%. 3, 2, 1. Geht. Nur 80 Meter Sekunde, denke dran.
bis 180 hoch ist. Okay, so. Ja, beide gleich erfüllt. Sehr schön. Ja, beide erfüllt. Könnte ich in Zukunft auch nutzen zum Starten, die Dinger. Weil die sind in den Atmosphärenschichten, wo halt noch Luft ist. Super praktisch. Hier jetzt. Weil ich würde eigentlich ganz gerne mit dem kompletten Ding auch wieder landen, um das Geld zu sparen. Das war gerade das Haupttriebwerk. Gar keinen Schub, ne? Okay, warte mal ganz kurz. Wir gehen jetzt runter mit 7,3 Meter der Sekunde. 7,5 Meter der Sekunde, wenn ich jetzt Schub gebe. Oh ja, wir können 1,5 Meter der Sekunde ausgleichen mit Vollschub von zwei von den Triebwerken. Runterbauen und dann kommt noch der dritte Fallschirm dazu. Um eventuell den Antrieb noch zu retten. Irgendwie ausmachen. Viel ruhiger. Okay, du. Sind allerdings immer noch 7 Meter die Sekunde. Ich denke nicht, dass das Ding das aushält. Aber vielleicht überleben die Jet Engines und die Strukturelemente das und dann kriege ich so ein bisschen Kohle wieder. Oh, doch. Sehr schöne Landung. Dun, 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 dun. Recover. Next. Next. 82.000. Sehr gut. Das Ding hätte ich noch ganz gerne. Und das Ding hätte ich gerne. Was hier so alles im Meer rumliegt. Ja. Können wir hier noch mehr sehen? Von hier aus nicht, ne? Warte, Tracking Station. Ne, sieht man nicht noch mehr. Okay, zu... Wie gehe ich zurück? Da gehe ich zurück. Also wir haben jetzt ein bisschen mehr Kohle, das ist schön. Ich kann also mehr Raketen jetzt gleich hochschicken für... High Orbit und so weiter. Dann wollte ich auch noch die Biome noch abklappen. Also ich würde eigentlich ganz gerne einen Orbit um Körben rum haben, um Körben rum fliegen und dann über jedem Biom noch Forschung machen. Und erst wenn ich das gemacht habe, dann den Orbit, also die Apoapsis erhöhen, den Orbit auf der einen Seite damit erhöhen oder verlängern und dann den High Orbit auch nochmal forschen. Forschung fehlt eine Menge. Kann ich hier irgendwas machen, um meine Forschung zu erhöhen? Take 5% Found Income, yields one science for each 12.000 Funds. Reputation. Wozu brauche ich Reputation? Es gibt dann noch ein helleres Grün. Für wahrscheinlich noch besser bezahlte Missionen. Ja, nee, ich lasse alles so, wie es ist. Nee, ich lasse das alles, wie es ist. Ja, das heißt, hierhin zurück. Aber was... Warte. Nur kurz gucken, was für Missionen angeboten werden. Aber wir haben jetzt keine Contracts aktiv. Nein. Ist immer noch bei the Moon. Ist unwahrscheinlich, dass ich den finden kann.
Das ist ein krasses Bild. Das hier sieht gut aus. Transmit or recover science data from space around Kerbin. Das mache ich auf jeden Fall. Accept. Kickback. Was ist denn Kickback? To perform the test, activate the path through the stadium progress. Ja. Test S1 SRB KD25K Kickback Solid Fuel Booster. Das ist entweder der ganz große oder was Neues. For Science. Das testen wir zuerst. Weil ich bin zu gespannt, was für ein Booster das ist. Und danach machen wir denn das mit dem Orbit und Forschung und so weiter, damit wir die tollen Sachen da freischalten können.